ist es immer wieder erfreulich, wenn aus der Praxis, aus den Erfordernissen der Praxis Ausgaben entstehen. In dem Fall war es so, dass der Schüler von Franz Michael Daimling, Konstantin, forderte, könnte ich nicht mal Klavierstücke spielen, die irgendwie auch was mit Fußball zu tun haben? Oder eben, kann ich nicht mal ein besonders schnelles Stück spielen? Und der große Vorteil ist, wenn man einen Autoren sowas sagt, der fängt dann sofort an nachzudenken und was zu entwickeln. Und so hat der Franz Michael Daimling dann zum Beispiel ein Daumendribblingstück geschrieben oder ein Elfmeterstück im Elfviertel- oder Elfachteltakt. Also wunderbare Stücke. Und da Michael aber eben auch ein Musikschulleiter ist und immer versucht, Ensemblespiel an seiner Musikschule zu verstärken, hat er eine eingelegte Stimme mit angefertigt, wo eben ein zweites Klavier und noch Bass und Gitarre eingesetzt werden können. Das Schöne ist, die Stücke klingen alleine vollwertig und in Kombination, in jeder beliebigen Kombination mit anderen Instrumenten genauso schön. Und das ist eine tolle Idee, das zu kombinieren. Dazu eine ansprechende Optik. Und natürlich wollten wir dem Vorwurf entgehen, dass wir sagen, naja, da sind ja nur die Jungen wieder mal berücksichtigt. Wir haben bereits eine Ausgabe für Mädchen in Vorbereitung. Und die heißt Cordulas Klavierkunststücke und wird in Bälde erhältlich sein. Ab und zu unternehmen wir Ausflüge auch in andere Bereiche. Ich hatte ja schon angesprochen, dass wir Erfordernisse der Praxis gerne berücksichtigen. Hier hat der Autor wieder eine Anregung bekommen. Es gibt so wenig Stücke, die in erster Griffstellung für Geige geschrieben sind. Und wir haben mit Saitenspiel eine ganze Reihe jetzt in Vorbereitung. Das ist der erste Band. Und systematisch werden jetzt die verschiedenen Griffstellungen berücksichtigt. Die Ausgabe ist für zwei Violinen und Klavierbegleitung. Auch hier ist wieder das kammermusikalische Spielen möglich und gewollt. Und 10 Stücke versammelt, von denen immer das Stück 8 und 9, die Stücke 9 und 10 etwas höhere spieltechnische Anforderungen haben als die anderen Stücke. Eine wertvolle Sammlung und die wird jetzt in den nächsten Monaten vervollständigt werden. Insgesamt sind 7 Bände in Vorbereitung. Saitenspiel von Franz Michael Daimling.